Also ich kann mich erinnern, dass wir einen Pilz suchen müssen, den dann eine Hexe haben möchte. Aua, ich hab mich gepiekt. Aber wo könnte dieser... Aua. Pilz nur sein? Gehen wir erstmal hier gucken. So. Herr Wumms! Oh! Oh! Was für ein riesiger Wasserfall! Ein wahrhaft überwältigender Anblick! Mal sehen, was braucht er so? Oh, so ein goldenes braucht er, sowas habe ich noch nicht. Und hier ist nix. Na, wundervoll. Wie findest du Majora's Mask eigentlich? Das Spiel ist ja relativ lang für die Nebenquests. Majora's Mask ist wirklich eines der besten Zelda-Teile, die es überhaupt jemals gegeben hat. Ja, und so finde ich das Spiel halt auch. Es ist das Beste, was jemals gegeben hat. Ach so, hier ist das Schloss. Ups. Hier ist nicht zufälligerweise ein Weg. Nein, 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 nein. Und hier kann man nicht... Nein, nö. Okay, dann... Gehen wir mal hier hin. Ja, hier kommen wir noch nicht durch. Da brauchen wir erstmal drei. Also, da brauchen wir das nächste Element für. Aber hier finden wir ein Herzteil. Aua, aua, aua. Weg mit dir, ihr hässlichen kleinen... So. Oh. Okay. Da unten dann. Nee, genervt hat mich das nicht. Ich meine, wenn man so ein bisschen halt eine Struktur dahinter findet. Ich meine, man könnte ja die Zeit verlangsamen und so. Und dann musste man halt sich immer genau einteilen, wenn man die Tempel und so machte. Ich fand das eigentlich super. Ja, die Feen, die waren ziemlich, die waren schon ein bisschen nervig, schon. Was für ein nutzloser Kauz! In diesem Zimmer stimmt etwas nicht. Ach, echt? Wäre mir ja gar nicht aufgefallen. Aber dort in dem Raum können wir noch gar nichts machen. Weil wir die Maske noch nicht wegkriegen. Hallo. So, mal sehen, was in der Truhe ist. Ein Glücksfragment. Oh. Yeah. Fuck yeah! Oh! Die kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich meine, das könnte Farore sein, das könnte... das könnte Dean sein und das könnte... die andere da sein. Hallo? Irgendeiner von denen konnte doch... jetzt wohl noch nicht. Die konnte wohl jetzt doch nicht... halt die... Dings da... die... Fragmente vereinen. Yeah, ein Glücksfragment. Sehr gut.
Ach so, ja. Wenn man hier ein teures Zimmer sich nahm, bekommt, konnte man auch ein Glücksfragment holen, sich tun. So, jetzt erstmal in den Brunnen. Da können wir auch noch nicht. Na wunderbar, können wir auch noch nicht. Können wir auch noch nichts machen, dann brauchen wir erstmal die Schwimmflossen für. Hallo, was verkaufst denn du? Oh, hallo, es ist stets eine Freude. Ich habe verschiedene Sorten Tyrup. Du kannst sie in der Flasche mitnehmen. Sie bringen dir Glück. Ist das nicht dieser komische Händler von... Genau, Nairu hieß die andere, genau. Ist das hier nicht dieser komische Händler, den es bei Skyward Sword auch gibt? Der mit dem fliegenden Schiff? Ich glaube, das war der. So, erstmal hier was kaufen. Das riecht aber lecker. Kann man hier mal etwas probieren? Frag doch mal nach. Naja, wir können auch einfach nur was kaufen. Hallo. Herzlich willkommen in der Bäckerei Creme und Condita. Ein Tortenstück kostet 60 Rubine. Vielleicht ist ein Glücksbringer darin. Vorsicht, dass du es nicht verschluckst, wenn du es isst. Yay! Genau, Terry, den meine ich. Und da drin war ein Glücksfragment. Sehr schön. Das ist wunderbar. Warte, das war doch hier so eine Geldbörse, oder? Um da hinzukommen, müssen wir, glaube ich, erstmal irgendwie da hoch. Du stehst mir schon wieder im Weg, du Olle! Schon letzten Livestream ist mir total im Weg gestanden. Das kann doch wohl nicht wahr sein! Ja, Fragmente! Ja, das passt doch wunderbar! Auf mich passiert mir etwas Gutes! Ja, das hoffe ich auch. Oh, der kann auch. Sehr gut. Ich finde die Stimmen von dem immer so süß. Hallo! So süß. Ah, genau, Wind Waker habe ich auch nicht gespielt. Nee, das habe ich auch nicht gespielt. Habe ich vergessen. Habe ich auch nicht gespielt. Wind Waker heißt es, nicht Wind Waker. Sorry. Oh, so viele Kisten. Ja! Du auch? Nö. Okay. Ist hier auch noch einer? Ja, aber der will keine Fragmente rein. Ist hier noch einer? Nö, nur eine Kerze. Und hier geht's raus. Und schon sind wir hier oben. Ups. Und eine Fliege. Böse Fliege, ganz böse Fliege. So. Mysteriöse Muschel. Mysteriöse Muschi. Hä? Hä? Na du, ich könnte schwören, dass da jemand ist. Das war Einbildung. Hallo. Hä? Hallo? Also ist da doch jemand? Auf einmal bist du hier hinten. So geht das nicht. Geht das nicht einfach hier reinkommen und mich erschrecken? Also wirklich. Hallo.
Aber hier bekommen wir noch nichts. Später ist da, glaube ich, eine Flasche zu finden. Ja, stirb halt! Mensch. Na, ich habe keine Lust zu sterben. No. So. Okay, wo wir hin jetzt müssen, genau. Wo wir jetzt hin müssen, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Erstmal gucken, wer alles Fragmente vereinen will. Wir haben ja jetzt schon einige gesammelt. Hm, wo ist das denn? Ach, im Tyloria-Wald ist das. Ja. Bla bla bla. Ja. Schön. Und gut. Der will auch noch was. Yay! Ding! Und diesmal hier. Wo immer das gerade ist. Ah, da oben. Okay. Ja, es klappt. Sehr schön. Nee, ich will gucken, wer alles Dingens, Fragmente vereinen will. Sie vielleicht, oder sie hier, oder er hier, oder sie hier. Okay, schau! Oh, nix, schade! Und sie will auch noch. Sie will's auch noch, aber ist nix. Nix! Warte, der will auch noch, der will auch noch, der will auch noch, der will auch noch! Bleib doch stehen! Nein, lass mich in Ruhe! Oh Mann! Jetzt habe ich ihn verloren. Dabei! Da war er, da war er, da war er, da war er, da war er! Gleich kommt er bestimmt wieder. Bitte komm wieder! Menno! Ah ja, hier gibt's ja auch noch was. Und zwar diese, wo man die mysteriösen Muscheln eintauschen kann. Hallo? Sammle mysteriöse Muscheln! Wenn du mir Muscheln bringst, bekommst du dafür eine meiner Figuren. Ah, du hast mir mysteriöse Muscheln mitgebracht. Wenn du mir eine Muschel gibst, darfst du an der Figurenlotterie teilnehmen. Hast du Lust? Klar. Wie viele Muscheln möchtest du für das Los einsetzen? Je höher der Einsatz, desto höher ist deine Chance auf eine Figur, die du noch nicht hast. Ja, eine Muschel, ne? Eine Muschel außer? Gut, dann zieh mal den Hebel. Dann ziehen wir mal an dem Hebel. an Yoshi, ey. Oh, ey. Moblins. Sehr gut. Okay, nochmal. Ja. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Gut, dann zieh mal an dem Hebel. Mal sehen, was wir diesmal da bekommen. Ja, Fluffy! Woo!
Aus einem... Du kennst ihn aus einem Zelda-Teil? Ich weiß auch gerade nicht, welchen du meinst. Naja, ich gehe erstmal wieder heraus und dann... Dann weiß ich immer nicht so sehr nicht genau, wo wir jetzt hin müssen. Gehen wir erstmal hier rein. Hallo.